Servus Leute, Knochen wieder hier. Heute ist Dienstag. Die neue Patch steht an. 1.65 japanische Panzer sind endlich verfügbar. Ich fahre schon die ersten. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt die japanischen Panzer fahre, also dementsprechend nicht modifiziert. Die Mannschaft kann auch nichts, denn ich habe sie erst eingewechselt und konnte ein paar Punkte vergeben. Ein Bekannter von mir hat schon ordentlich Kohle reingeballert. Ich glaube 40 Euro hat er schon reingeballert, nur um die Mannschaft zu modifizieren und dementsprechend hier schon alle Modifikationen zu kaufen und so. Also jedenfalls, er hat sich da ganz schön ins Zeug gelegt, aber wenn er die Kohle hat, ist ja seine Sache. Ich fahre hier Hago und Igoko. Das sind beides Battle Rating 1 Panzer. Ich habe mir jetzt die Spezifikation noch gar nicht direkt durchgelesen hier. Ich muss erstmal gucken, was hier überhaupt ansteht. Wir sind hier in Berlin. Sieht ganz... Oh, was mache ich jetzt? Irgendwas geht mir hier kaputt. Tatsächlich fällt das Haus an hier. Nur weil ich mit meinem leichten Panzer, ich glaube, der wiegt ja nicht mal 8 Tonnen hier, durch die Gegend fahre. Ich bin echt gespannt. Ich habe noch keinen Schuss abgefeuert. Ich bin nicht mal, ich habe keine Probefahrt gemacht mit den Dingern. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ein bisschen weniger Munition mitnehmen, weil die können ja unheimlich viel Munition laden, weil die, selbst die Nachladezeit bei einer untrainierten Crew ist ja nur, weiß ich nicht, 5 Sekunden oder weniger, irgendwas zwischen 3 und 5 Sekunden. Sieht ein bisschen anders aus hier mittlerweile, finde ich. Ein bisschen aufgeräumter. Also sie haben die Karte etwas überarbeitet. Da sind schon die ersten. Typ 94, was ist das denn? Und das ist ein Igoko. Igoko. Ein M3 ist auch da. Den vielleicht. Fährt der weg? Das gibt's doch nicht hier. Ich habe keine Ahnung, wie man diese verdammten Fahrzeuge handeln soll hier. Da hatte ich gerade irgendwas im Visier. Ja, irgendwas ins Visier zu nehmen ist natürlich auch relativ schwierig. Mit so einer schlecht ausgebildeten Mannschaft hier. Oh, ich habe schon was abbekommen. Wieso kann ich ihn schon einwechseln? Ich sehe nicht ganz durch. Also ich habe einen Treffer abbekommen und kann schon das Fahrzeug nicht mehr steuern. Und ich kann aber schon jemanden einwechseln. Was mich wundert, ich habe das noch gar nicht erforscht. Also gut, bis das Video veröffentlicht wird, ist, ich keine Ahnung, wann das sein wird, vielleicht Donnerstag, Freitag oder so, habe ich wahrscheinlich schon viel mehr rausgefunden hier. So, jetzt kann ich wieder. Jetzt kann ich wieder. Jetzt sieht man natürlich, ist interessant, weil man jetzt auch sieht, wie die Geschosse fliegen. Da muss er mal weggehen hier. Ich glaube, der feuert da mit seinem MG oder... Wow, okay, der ist schon weg. Das ging schnell, ich habe gar nichts erreicht. Dafür habe ich 465 Punkte bekommen. Okay, da gehe ich jetzt mal mit dem Igoko rein. Oh ja, hier Munition muss auch ein bisschen. Was die nicht alles laden können an Munition. Ich gehe mal mit 40 rein, ist wahrscheinlich immer noch recht viel. Wahrscheinlich werde ich gar nicht so viel brauchen und verfeuern. Ich versuche mal rauszufinden, irgendwie, wie viel Munition verbrauche ich durchschnittlich. Und dementsprechend gleiche ich es dann an. So nach, sagen wir mal, 5-6 Runden. Vielleicht auch 10. Man kann es ja irgendwann irgendwie abschätzen, bis dahin muss man sich mal ein bisschen durchquälen. Und wenn man Pech hat, wird man eben abgeschossen oder verreckt, weil halt das Munitionslager explodiert. Ich habe eine Abschusshilfe. Super. Ich sehe gar nicht durch. Jetzt frage ich mich natürlich, warum gehe ich wieder an dieselbe Stelle. Gut, ich guck mal hier rum. Oh, man sieht, wie langsam sich das Geschütz dreht, das Tourette. Ja, er hier, guck mal. Sieht er mich? Sieht er mich? Oh, 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 oh. Man muss aber hochzielen hier. Okay, mal den Fahrer und Getriebe getroffen. Also echt so einen tierischen Drall hier? Oder? Ich habe eine Abschusshilfe. Mal wieder, das ist der nächste. Ich hoffe, der bleibt einfach stehen. Jetzt hat er mich gesehen und bewegt sich. Ja, ganz blöd sind die auch nicht. Ich fahre natürlich hier und her, um nicht getroffen zu werden. Wenn ich hier hin und her fahre, bringt mir das natürlich nichts. Denn die Nachladezeit ist, sagen wir, so kurz, dass sich das gar nicht lohnt, immer hin und her zu fahren, finde ich. Oh, aber ich hätte mal einmal zurückfahren sollen. Klar, wenn man längere Zeit hier schießt, dann wird man natürlich, macht man natürlich auf sich aufmerksam. Und das ist, glaube ich, jetzt hier der Fehler gewesen.
Ich kann nicht schießen. Das kotzt mich an hier. Naja, jetzt wird es ja bald komplett vorbei sein. Ja, erstmal mit den japanischen Panzern. Ich glaube, das hat sich hier gleich erledigt. Oh, scheiße, ey. Nee, jetzt kann ich doch noch. Und ich bin gar nicht dazu gekommen. Ich bin nicht dazu gekommen. Was für eine Kacke. Voll reingezwiebelt hier. Scheiße. Und ich habe kein anderes Fahrzeug. Ich habe auch keine Gutscheine für die Dinger hier. Wie gesagt, ich habe sie erst. Ich habe sie mir erst reingesetzt hier. Gucken wir mal hier ein bisschen zu. Das ist, glaube ich, auch so ein Ico-Co. Nee, oder ich kann die noch nicht unterscheiden. Nee, ich glaube, das ist der leichtere. Ich weiß, einer von den beiden war so ein bisschen schwerer, so wie ich das kurz überflogen habe. Mal gucken, was der hier so macht. Ich finde, die Karte sieht mittlerweile ein bisschen besser aus. Oh, es kommt mir nur so vor. Oh, ich freue mich schon auf meine neue Grafikkarte. Ich meine, ich habe mir erst eine geholt hier vor, weiß ich nicht, 3 Monaten oder so. Die ich mir leisten konnte. Die war auf jeden Fall besser als die ich davor hatte. Und jetzt hoffe ich demnächst eine noch bessere zu haben. Und dann wird es noch besser. Irgendwann habe ich hier einen High-End-Gaming-PC und dann wird bei mir eingebrochen. Und ich dachte mit meiner alten Kiste Onboard-Grafik. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber... Okay, hier mit dem passiert nicht viel. Er macht auch nicht viel. Ne, nichts los hier. Den da vorne hat es zersemmelt. Okay, er fährt rüber. Jetzt habe ich gar nicht... hätte mal mitgucken sollen hier. Ist das der schwere oder der leichte? Ist das Hago? Ikoko? Oder Seppuku? Okay, das sah ganz, ganz cool aus. Das wäre ein cooler Screenshot gewesen eigentlich. So wie der feuert hier. Kriegt er doch ein bisschen was ab. Ich kann so natürlich nicht sehen, ob er was gekillt hat, weil ich jetzt auch gerade nicht in die Richtung geguckt habe. Ich denke mal, er hat den nach vorne weggeschossen. Auf jeden Fall sehen die witzig aus, aber das Tourette wirkt irgendwie komisch. Sie sehen auch so ein bisschen aus wie früh 30er Panzer. Also ich weiß, das habe ich schon mitbekommen, dass sind Vorkriegspanzer, also vor dem Zweiten Weltkrieg schon gebaut waren. Aber gut, das waren ja viele Fahrzeuge schon, viele Schiffe waren ja auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Ja, manche waren sogar schon im Ersten Weltkrieg unterwegs. Und so ist natürlich auch mit den Panzern hier. Oder, oh, jetzt hat er was. Jetzt hat er was. Ich glaube, der ist gleich weg. Das Ding sieht auch nicht so aus, als hält es viel aus. Ja, er ist weg. Ja, und so war es ja auch mit den Flugzeugen. Stuka ist ja auch, glaube ich, schon 36 in Dienst gestellt worden und 33 entwickelt, wenn ich mich recht entsinne. Will nichts Falsches sagen. Jetzt habe ich das MG gar nicht ausprobiert. Sir Ellie Red. Ellie Red. Ich glaube, mit dem ist auch nichts los hier. Sieht schwer danach aus, als würden wir gleich wieder verlieren. Mal gucken, wie er sich hier schlägt. Das ist ein Army-Panzer. Ich kann gerade nicht lesen, was es ist, aber ich glaube, es ist ein M3. Was ist er für ein Einschussloch? Oh, da hat das nächste und das hat ihn zerfetzt. Das haben sie jetzt auch gut gemacht. Ich meine, früher sind mir die Einschusslöcher nie so aufgefallen, aber jetzt sieht man wirklich so diverse kleine Schäden und sowas alles. Und auch wenn da mal was wegfliegt, so von der Panzerung und Schürze und auch so Kleinteile, das ist natürlich schon ganz geil gemacht mittlerweile. Ne, ich glaube, das war's jetzt hier. Ich glaube, ich habe den 17. Platz von 16. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.